Wir sind in Akt 3. Oh. Limonade und Apfelkuchen. Limonade, Apfelkuchen. Das mit dem Kleinstadtscharme ist Bullshit. Nur Leute, die aus der Stadt fliehen, um sich hier zu verstecken. Ich kam ab und zu mit Jax und Lina her, um zu angeln. Wir haben nie etwas gefangen. Aber das war ihnen egal. Ein paar meiner schönsten Erinnerungen stammen von hier. Und meine schlimmsten. Oh, hacken, das kann ich. Rays letztes Signal kam aus dem Yachthafen. Es ist nicht sicher, dass er dort ist, aber ein Anhaltspunkt. Einbruch entdeckt. Passwort wird Hinweis an Manager gesendet. Verdammt, das war schlampig, Pierce. Konzentrier dich. Okay. Irgendjemand muss doch hier den Reset-Code empfangen haben. Du wolltest anrufen. Hey, das ist schon peinlich genug, oder? Nee. Was bist du denn für ein Perverser? Aufgelegt. Kannst du mal? Hast du von dem Kerl einen Trenchcoat gehört? Bin ich das? Nie von ihm gehört. Bitte? Nein. Schon okay. Schieß los. Kondu wert. Ja. Ich weiß nicht, was du willst. Ja. Aber nein. Vorsicht, nein. Ja, ich hab die Show gesehen. Glaub mir, da waren echt üble Sachen dabei. Die Katzen. An alle Freunde, ich war da vermutlich gefeuert, aber seid gewonnen. Das Video erstmal ein bisschen eure Gedanken. Denkt nach, wie viel von euch Waschmuck treiben. Kein Passwort an anderen Angestellten suchen. Was? Du warst Pornostar? Echt? Ich blas echt gern. Wie bitte? Ich liebe das echt. Okay. Das ist wie... Komm. Warum rückst du mir so auf die Pelle? Da drüben haben wir auch noch ein paar Leute. Kopf eines Betruges. Musik. Arschloch. Schnee von gestern, Mann. Besuch sie halt, sie wird sich freuen, dich zu sehen. Fühlt sich trotzdem komisch an. Ich war betrunken. So, System für Passwort muss zurückgesetzt werden. Z01E33T1. Bin schon auf dem Weg. Grüß Gott. So. Trägersignal umgeleitet. Kenny benutzt ein CTOS-Zentrum. Dann ist er doch noch im Spiel. Und das erklärt auch, warum er in Pawnee ist. Er bleibt am Blumen dran, direkt unter ihrer Nase. Wo geht's denn jetzt hin? Da Nuff. Hat ihr mal. Ah, da haben wir doch. Ein Auto. Was soll ich mal ein Motorrad nehmen? Was ist das für eine Strecke? Das sieht so feldwegartig. Na, das geht schon ein Auto. Nimm mal hier. Offroad und dann geht das. Wum, 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 wum. Das liegt gut. Sorry. Wie geht das jetzt an?
Immer Gas, Ampel ist grün. Ganz schön ein großes Auto irgendwie, hä? Ob wir hinzukommen? Ich glaube nicht. Schade eigentlich, über sind Bahngleis, aber nie darf man hinzufahren. Warum ruckelt denn das jetzt schon wieder so ein bisschen? Satellitenschüsseln. Sieht nach einer verlassenen CTOS-Station aus. Strom gibt es auch noch. Kenny hat es hier sicher benutzt. Das Licht bringt mir gar nichts, ich müsste irgendwie rein. Da oben ist eine Kamera. Geht doch. Und? Nein. Hä? Geht denn da das Entriegelungsding hin? Sieht man doch vorne unten. Ach, da ist eine Kamera. Ach ja. Ach gut. Geht ja noch weiter. Nö, was? Nö, hä? Ja, was mache ich denn hier? Ich könnte irgendwie versuchen reinzukommen. Das ist irgendwie ein Gitter. Muss das hier oben sein? Irgendwo muss ein Gitter sein. Wie sieht es hier ein paar Türen aus? Da hinten? Das ist einfach bis dahin. Was war das? Okay, ich glaube, das müsste auch kennen. Komme ich jetzt irgendwie da noch? Wenn ich schon hier noch komme? Warte mal, ich komme doch hier drauf. Von hier aus. Boah, das ist ja alles so verzwickt hier. Ich soll doch eigentlich nur da unten den Scheiß benutzen. Um hier reinzukommen, ich muss jetzt nochmal durch. Muss ich am besten in diesen Gang. Da hinten geht es irgendwo eine Treppe hoch. Da muss ich irgendwas auslösen. Hier ist aber nichts. Welche Richtung kann ich die Antennen noch drehen? Ach, die
Ach, die kann ich umdrehen. Dann passt auf, dann machen wir das so. Alter, willst du mich verarschen? Komm nochmal zurück. Boah, ist mir warm. Das ist die letzte Mission, die ich heute mache. So, Kamera. Da. Das dachte ich mir. Jetzt komme ich hier unten rein. Jetzt kann ich hier hoch. Jetzt muss ich, glaube ich, die Dinger nochmal drehen. Genau. So, jetzt kann ich hier rauflaufen. Mal sehen, von wo ich an die Dings rankomme. Da. So, jetzt laufe ich hier rüber. Okay, war anders geplant, aber geht natürlich auch. Au! Und hier kann ich wieder raus. Faszinierend. Also das war jetzt meine Technik. Muss man fast schon den Kopf anstrengen. Läuft. Jet, lass uns angehen. Ich mache den Ping-Test. Wenn er ankommt, dann ist alles gut. Alles klar, Mann? Wo bist du? Im alten CGOS-Zentrum. Sag mir nur, ob es pinkt. Okay, es geht los. Ping. Ping. Halleluja! Mein Freund, ich schulde dir ein Drink. Ich brauche keinen Drink. Ich hab ne Bar. Ui. Oh, stimmt. Jedediah's Bar. Das bist du. Jedediah. In diesem Fall schuldest du mir ein Drink, Kumpel. Also Jed ist der Besitzer von Jedediah's Bar. Ponys liebstes Wasserloch. Vielleicht das einzige. Hoffentlich erwische ich ihn nüchtern. Moment, da war ich doch vorhin schon mal. Hab ich mir doch vorhin schon mal ein Bier gegönnt. Weiß nichts anderes gab. Eigentlich wollte ich eine Limo. So, jetzt geht's los hier. Mach den aus. Parkschwierigkeiten. Hallo, Entschuldigung. Hey, fahr mal rein. Arschloch. Eingang war doch vor uns da unten irgendwo. So. Ich will das gar nicht.
Guten Tag. Ich war ja von uns schon mal. Ich hatte gehofft, Sie können mir helfen. Ich bin auf der Suche nach Ray Kenny. Nie von ihm gehört. Nö. Hoffnung ist ein Trauerspiel. Ray Kenny? Was trinken Sie? Bezahl den Mann. $100. Cash. Kaution für Schäden. Ja. Ich hab's irgendwie nicht mit Bargeld. Das geht auf deinen Deckel. Also. Was wissen Sie über Raymond Kenny? Ich bin Raymond Kenny. Bist nicht sehr gesellig, was? Ich will hier keinen Ärger, T-Bone. Achte nicht auf den. Wer hat sie nicht alle? Kein Respekt vor Künstlern. Künstler am Arsch. Mürrischer Säufer schon eher. Trink. Hör zu, mein Freund. Hör zu, mein Freund. Du fällst auf wie Omas Mieder an der Wäscheleine. Oha. Wo ist denn das Ding? Ja, was muss ich jetzt machen? Na also, jetzt hast du den Rhythmus gefunden. Zwei? Nummer was? Eins, zwei, eins, zwei, nee, vier, drei, vier. Boah. Anstrengend. Bitte nicht noch was. Es reicht. Oh, bitte nicht. Boah. Eins, drei, vier, zwei, eins. Bisher bin ich nicht beeindruckt. Alter! Nein! Ja, bei dir. Nein! Boah! Ja, Brust! Skull! Zwei! Drei! Eins! Zwei! Hörst du vier! Wie es brummt? Drei! Eins. Ich hab gar nix. Nee. Nee, mein Freundchen. Vier. Drei. Ich gehe gern. Drei. Vier. Zwei. Drei. Vier. Eins. Boah. Jetzt ist auch gut. Bitte! Was sagst du, wie der Name war? Raymond. Es geht auf deine Rechnung, Tibor! Ja, ja. Raymond Ledgett. Du schuldest dem Mann $100. Ich drücke mal vorsichtig aber F für die Leertaste und irgendwas. Hallo, Ray. Sei nicht so verdammt laut. Was ist denn jetzt? Moin! Da wir die Formalitäten nun hinter uns haben,
Hör mir gut zu, Franz. Ich warne dich. Dass du hier bist, bringt auch mich wieder auf den Radar. Ich habe Informationen. Na, du bist ja lustig. Das Problem ist, ich kann es nicht entschlüsseln. Also komme ich zur Quelle. Shit. Also hast du mich auf den Scheißradar gebracht. Ja. Wir waren vorsichtig. Wir? Und warum sollte ich dir helfen? Denn das macht uns nicht zu besten Freunden. Jemand wollte mich ermorden lassen. Dabei starb meine Nichte. Aber was in diesen Dateien steht, wird mich zu ihnen führen. Ich werde ihn finden, mit dir oder ohne dich. Aber mit dir wäre es einfacher. Ich schlag dir einen Handel vor. Meinst du, ich bin in dieser Staubschüssel wegen dem Ambiente? Ich denke schon. Sieht doch schick aus. Diese Bastarde mich gefeuert haben, habe ich versucht, wieder reinzukommen. Ich brauche einfach nur jemanden, der Spyware in ihr Netzwerk schleust. Wäre es einfach, hättest du es längst gemacht. Hey, wenn es schwer wäre, hätte ich es längst gemacht. Es ist unmöglich, auch nur an ihre Nähe zu kommen, ohne Großalarm auszulösen. Die haben ein biometrisches Profil. Ich habe Plumpen in meinem Gebiss, die sofort die Security alarmieren. Dabei kann ich dir helfen. Aber hinterher kommst du mit mir nach Chicago. Oh, tue ich das? Folge mir.